Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute habe ich ein kleines Projekt und ich sehe schon, das wird besser funktionieren, als ich dachte. Leider muss man dazu sagen, aber ich erkläre euch jetzt erstmal, was ich überhaupt genau vorhabe. Man sieht hier bereits, hier überall, man sieht es hier nicht so gut auf der Kamera, aber hier ist zum Beispiel Müll, da hinten ist Müll. Hier liegt ein ganzer Müllsack rum oder sowas. Keine Ahnung, hier liegen auch Scherben rum. Ja, hier liegt ziemlich viel Müll rum, wie man sehen kann. Und ich wollte einfach mal meine Fotografie-Skills hier nutzen und ein kleines Projekt draus machen, um ein bisschen darauf aufmerksam zu machen. Hier liegt auch wieder was. Und bin deshalb zu einem Spot gegangen, wo ich über die Jahre immer wieder Müll weggeräumt habe auch. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal ein paar Fotos, versuche da ein paar nice Shots zu machen und dann geht's auf zum nächsten Spot. Kleine Info noch, ich habe hier, ich blende das hier mal ein, ich habe hier ein bisschen Inspiration bekommen. Es gab natürlich viele Fotografen, die mich da inspiriert haben und die Idee hatte ich auch schon sehr, sehr lange. Aber die Fotos, die ihr hier seht, die haben mich dann wirklich dazu gebracht, dass ich auch mal rausgehe und das jetzt einfach mache und nicht das ständig wieder vor mich herschiebe, weil einfach zu faul manchmal und keine Zeit und bla bla bla. Aber auf jeden Fall würde ich sagen, let's go. Einerseits dieser ganze Müll wird hier reingespült. Andererseits hängen hier manchmal Leute ab, die dann diesen Müll einfach liegen lassen oder wie zum Beispiel diese Bierflaschen hier, die hier kaputt ging. Weiß ich nicht, einfach, es gibt hier ziemlich viel Müll und das wird hier alles irgendwie ein bisschen gesammelt. Natürlich bin ich hier auch ein bisschen vorbereitet und habe mir meinen Kohlfilter mitgenommen, weil hier ist natürlich überall Wasser und das spiegelt. Deswegen der Polfilter. So, hier ist jetzt auf jeden Fall der Polfilter drauf. Ich glaube, man kann es ein bisschen sehen. Hier sind auch überall so kleine Reste von, weiß ich nicht, kleine Papierstücke, Zigaretten, alles Mögliche ist hier einfach. Ich bin mir sicher, da vorne ist auch einiges an Stuff drinnen. Aber da komme ich leider nicht hin. Schauen wir mal, was das überhaupt ist hier. Von der Dose. Sind halt Käfer drin. Oder waren, besser gesagt. Hier auch natürlich wieder Glas ohne Ende. Hier auch. Ich gehe jetzt mal hier ein bisschen rüber. Ist auch irgendwas. Irgendwann mal lag hier drüben eine halbe Felge. Die ist aber nicht mehr da. Glaube ich. Ich muss sowieso auf diese andere Seite hier auch noch. Ich sehe von da schon wieder irgendwas Blaues da hinten. Da ist auch irgendwas. Da hinten ist auch eine Plastikflasche drin. Drüben ist auch irgendwas. Komme ich aber auch nicht hin, denke ich. Ich sinke halt hier immens ein. Das müsst ihr ein bisschen bedenken. Was ist das? Ich sehe halt da unten auch überall Müll rumliegen. Man sieht das nicht mal auf der Kamera. Alter. Oh. Okay. Ja, ich glaube, die Hauptmerkmale hier habe ich ein bisschen fotografiert. Und ein bisschen gezeigt natürlich auch.
Und ich würde sagen, jetzt geht's weiter zum Clean-up, weil das kann man ja nicht einfach so rumliegen lassen. Ich nehme auf jeden Fall mit, was geht, und entsorge das dann dementsprechend. Und ich würde sagen, let's go. Gerade noch was gefunden. Ein Etikett oder so. Man sieht hier noch jede Menge Stuff einfach davon. Yo, was? 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 Da ist ein ganzer Schuh drin. Wie verliert man seinen Schuh? Ich meine, ich weiß, wie man den verliert. Ich hatte den gerade vorhin selbst verloren, aber ich lasse den doch nicht liegen, ey. Man sieht wahrscheinlich gar nichts, aber okay. Jo. Alter. Kann es sein, dass die mal blau waren? Jo. Was zum Teufel. Alter. Hier findet man auf jeden Fall einiges. Ich hoffe, ich werde davon in Teil 2 machen, vielleicht jemanden mitnehmen, wer weiß. So, ich habe jetzt gerade den Müll, den ich gefunden habe, hier weggeworfen. Es gibt noch so, so viel, aber mir fehlt leider ein bisschen die Zeit heute dafür. Auf jeden Fall werde ich noch die andere Seite da ein bisschen auschecken. Wir sehen uns dann auf der Seite hinter mir. Bis gleich. Die andere Seite ist sich leider nicht mehr ausgegangen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal anders machen kann. Aber jetzt wird erstmal Qualifying geschaut hier. Hier. Qualifying. Gerade nichts los. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.